Ja, ich spiele gerade hier ein bisschen mit dem Wavecom rum. Und zwar hatte ich ja da so einen kleinen Rückfahrmonitor gehabt aus dem Internet, so für Autos, ne? Der kostete auch nur 15 Euro, aber der war dann ganz schnell hinüber. Also wertloses Zeug. Und das hier ist ein uralter Monitor. Aber der geht immer noch einwandfrei. Der hatte auch so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten, weil der hat hier so ein... das ist ein Klinkenstecker und der geht auf Cinch. Und diese Buchse, die war irgendwie... Ich habe jedenfalls Kontaktspray reingemacht und dann ging's. Kontaktspray, ne? Kennt er. Das ist dieses... dieses Zeug hier. Kontakt 60. Gutes Zeug. Man kann aber auch Ballistol-Waffenöl nehmen. Das geht auch, das riecht ein bisschen besser. Habe ich auch schon probiert für Kontaktprobleme. Das funktioniert genauso. Ja, und dann habe ich das da reingesprüht und ein bisschen gewartet und dann ging's. Ja, das ist ja eigentlich ein tolles Gerät, nicht? Also die Firma Wavecom beliefert ja auch Geheimdienste. Also die sind da schon, haben da schon Ahnung von dem ganzen Zeug, ne? Von Verschlüsselungen und so. Ist natürlich jetzt, das ist ein altes Gerät, heute macht man das ja alles mit Software. Und ja, als Empfänger habe ich hier, nehme ich den Teletron Bundeswehr Empfänger, der funktioniert auch sehr schön. Allerdings muss man mit der Frequenz genau einstellen. Also es sind ja eigentlich 147,3, aber es sind jetzt 146,55. Und das muss auch ganz exakt stimmen. Und die Breite, ja, die kann auf 1 oder 1,5 Kilohertz, also plus minus, ne, das ist ja immer das Doppelte dann. So, jetzt habe ich ihn auf 1 Kilohertz, dekodiert aber immer noch. Ohne Probleme. Ja, ich nehme immer diese Frequenz zum Testen, weil da die ist am unproblematischsten. Und ja, da kann man immer. Ah, jetzt kommt die Test, die Warteschleife. Ja, ich finde das schön. Also diese alten Geräte aus Zeiten, in denen es noch gar keine Computer so für Privatleute gab. Und man ist dann auch unabhängiger. Und außerdem macht's Spaß. Übrigens, diese Einstellung hier, die haben keine Auswirkung. Das ist nur, wenn man Zusatzgeräte angeschlossen hat. Das Coole ist, ich kann hier einfach ausmachen. Das ist wirklich klasse. Jo, das soll es mal gewesen sein. Kleiner Retro-Rückblick.